Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Event. Hauptrolle? Nein, die Öschenung. Das ist die heutige Hauptrolle. Ich würde mal sagen, los geht's in die Woche, oder? Wenn ich den Sekt aufmachen könnte. Cut. Hey, ich hab's nicht bekommen. Do you believe in God? Things fall apart, nothing breaks like a heart. Kai? Woo! Tut das mal gut? Einmal im Leben. Oh Gott. Entschuldigung, ich muss euch umdrehen, die Kamera. Ja, und jetzt abgenießen. Okay, okay, an Dekadenz nicht zu übertreffen. Zum Glück wisst ihr, wie wir sonst sind, dass wir sowas überhaupt nie haben eigentlich. Zum ersten Mal in unserem Leben sowas. Oh, schon geil. Aber zur Hochzeit kann man sich mal gönnen. Das haben wir uns auch verdient nach den letzten Wochen, muss man ehrlich sagen. Ich hab mich doch nach genug gekraut. Nein, wie nicht genug? Doch, ja, genug. Genug. Okay, doch nicht genug. Doch nicht genug. Ich verstehe. Ist nicht genug. Die will entspannen. Guck, die guckt. Ist nicht genug. Wir sind heute Abend hier bei Freunden unterwegs und essen eine Runde. Haben lecker gekocht. Du hast auch mal irgendwas gemacht? Nö. Doch, ich habe den Gasgrill angemacht. Stimmt. Ansonsten wurden wir so wunderschön bekocht. Das ist, Leute, ihr solltet öfters heiraten an dieser Stelle. Ich nehme alles zurück. Heiratet doch lieber öfters, wenn man so schön gekocht wird. Kommen wir auf das heiraten, Manni. Oh, hallo. Und gute Freunde, mit denen man die ganze Zeit alles bestimmt, die einen bekochen. So könnte ich jede Woche heiraten. Immer. Mist, David, ja. Erstmal möchte ich mal die Speisen erstmal präsentiert bekommen. Also was ist genau überhaupt? Was essen wir heute hier? Nein, was gibt's denn da? Ist einfach. Nimm einfach. Was David, spanische Tomaten mit der Zwiebel, der Cebolla, oder? So, ich fange jetzt einfach an, weil sonst sind wir übermorgen noch hier. Oh, ich habe Haare. Warte, das hast du nicht mehr. Hallo. Haare in meinem Essen. Dankeschön. Also authentisch ja. Ist es? Echt. Aber sowas von. Das ist voll witzig. Ist für jeden der Hälfte. Ja, perfekt. Hat er eigentlich Kreten? Ja. Okay. Also eine Hälfte hat Kreten, die andere nicht. Achso. Hallo. Drehen wir gerade oder was? Wir drehen. Nö. Drehen wir, Carmen. Hallo. Es ist super. Ich wusste nicht mal, dass wir drehen. Also, es gibt nicht mal eine Einleitung zu der ganzen Geschichte, aber das Essen sieht verdammt gut aus. Das muss ich eigentlich ein Foto meiner Mutter schicken, direkt der Beweis hier. Der schaut gut aus, der Teller. Der sieht super aus, der Teller. So hätte der Chefkoch das schon. Ich weiß nicht, eher so. Boah, Wahnsinn. Ihr habt, glaube ich, bis jetzt super viele verschiedene Eindrücke komplett durcheinander gesehen. Wir haben uns nicht regelmäßig gemeldet. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was ihr gesehen habt, was wir gefilmt haben. Wir haben gefühlt die Hälfte vergessen. Beschreibt uns aber ziemlich gut aktuell. Ziemlich wir sind gerade hin und her. Und, oh ja. Hin und her und organisieren ja. Und machen und tun. Wir sind am Dienstag angekommen. Es fängt wieder an zu regnen. Mein Tisch wird hier draußen nass. Und die Tischdecke wird von der anderen Seite nass. Wie ihr seht, es ist auch die Feuchtigkeit, man sieht es auch in unserer Haut und sowas. Gartenarbeit wird so nichts, ne? Heute ist Chula. Das ist erlaubt, aber keine Fragenschritte weiter. Ja, der Hund, der ist so geil, einfach so, das war mir jetzt zu viel Regen. Ja, ich sehe zwei Schritte. Du darfst doch nicht rein. Doch, da darfst du. Es regnet, komm. So süß, die Kleine. Auf jeden Fall sind wir angekommen, es ist, ihr merkt, ich kann nicht mal meine Gedanken richtig sammeln. Es war doch es ist viel mehr passiert, als wir dachten, aber gar nicht so viel draußen, sondern wir müssen also schon noch viel regeln, denn hier kommt keine Putzfrau, kein Gärtner vorher vorbei. Ich verlinke euch die, Unterkunft übrigens direkt jetzt gerne in der Infobox, weil der Vlog kommt jetzt auch online, wenn wir schon hier schon gefeiert haben, aus Sicherheitsgründen. Ja, süß, ne? Mal ein bisschen Chula zeigen. Chula, ach komm, wir zeigen euch erst nochmal. Entspannt, wollen wir endlich. Warte, ich wackel so. Ja, ja. Ja, das ist eine ganz süße Kleine. Die fragt immer, die hört nie auf. Also wenn du einmal anfängst zu kraulen, da hört nichts mehr auf. Die will immer mehr. Nochmal zeigen. Einen Moment. Nochmal zeigen.
Gestern kam dann meine Freundin an, wir waren auch kurz am Strand mit Familie und Freunden, aber tatsächlich ist hier momentan ja so viel Wind, ihr habt die Unwetterwarnung ja wahrscheinlich sogar in Deutschland, weil so viele mir geschrieben haben, so viele das mitbekommen. Es war ziemlich heftig am Dienstag, muss man ehrlich sagen. Wetter ist super wechselhaft, so wie heute, es regnet, ist den ganzen Tag grau, aber morgen soll die Sonne ja rauskommen. Das heißt, wir haben sehr wahrscheinlich sehr viel Glück und haben vielleicht kriegen schon so ein, zwei Regenschauer nachts gerade mit, aber ansonsten sind wir zuversichtlich. Sind halt die ganzen Kleinigkeiten, die uns einfach so ein bisschen Zeit jetzt rauben und wir fühlen uns schon entspannt und deswegen zwingen wir uns jetzt auch nicht zu vloggen oder sowas, ne? Das ist nie gezwungen. Nee, es ist, nee, genau, es ist absolut nie für uns irgendwie ein gezwungenes Vloggen. Ihr sagt ja auch immer, wir sollen die Kamera weglegen oder so, wir haben jetzt keinen Stress und genauso machen wir das auch. Wir holen die einfach raus, wenn wir eben gerade ein bisschen Zeit haben und ein bisschen Luft zum Durchatmen. Gleich kommen unsere ersten Gäste hier kurz her und da wird ein bisschen aufgeräumt. Garten gemacht. Küche aufgeräumt. Und wenn Schula Krauli braucht, dann ist die Kamera mal weg und Schula kriegt Krauli, gell, Schula? Ja! Schula, ich kann doch nicht mehr kraulen. Ich kann nicht mehr. Ich möchte auch was anderes machen. Aber ich genieße das jetzt. Ja, mach Sitz. Schula, kannst du Deutsch machen? Sitz. Ich sitze auf den Popo. Siéntate. In tu culo. Entschuldigung, du bist nur kuscheln. Guten Morgen, ich melde mich tatsächlich am Morgen der Hochzeit, weil heute gefühlt am meisten Zeit ist, jetzt, beziehungsweise ich fühle mich eben gerade so tiefenentspannt, deswegen habe ich jetzt mal die Kamera rausgefischt. Wie ihr seht, es ist sehr, sehr dunkel. Es ist 8:30 Uhr morgens, unsere Trauredner sind noch nicht angekommen. Die tun mir so leid, deren Flug wurde verschoben um mehrere Stunden. Nach Mitternacht, dann haben sie Bescheid bekommen, kurz vor Mitternacht, dass er auf den nächsten Morgen verschoben ist. Jetzt sitzen sie im Flugzeug und sitzen, beziehungsweise wurde auf morgens verschoben, sitzen jetzt nochmal 1,5 Stunden im Flugzeug und wurde jetzt kurz vor 9 verschoben. Das heißt, sie müssten jetzt theoretisch gleich losfliegen. Genauso wie unser bester Freund, der seinen Flug verpasst hat. Und das sind übrigens genau die drei Leute, die unsere Hochzeit organisieren, beziehungsweise ein wichtiger Part zumindest für die Hochzeit übernehmen. Ich mache mal mit euch zusammen hier das Tor auf. Wir haben hier nämlich dieses riesige Holztor. Das Holztor ist so cool. So ein richtig massives Holztor. Ich zeige euch das mal. Richtig, richtig cool. Ich stehe jetzt hier im Eingangsbereich. Das ist auch der Bereich, wo die Leute später reinkommen. Da sehen wir dann hier einmal die ganze Finca. Ich werde euch auch nochmal eine komplette Finca-Tour machen. Das werde ich aber nach der Hochzeit machen. Gleich müsste unser Hundi kommen. Der kommt eigentlich immer relativ zuverlässig, sobald wir aufmachen. Und ansonsten werde ich hier gleich alles vorbereiten, aufhängen. Wow, es ist dunkel. Küche habe ich jetzt auch mal hell gemacht. Das Gute ist schon mal, es ist zwar grau, es ist aber eigentlich Sonne angekündigt. Wir werden es uns mal anschauen. Es ist aber genauso gut Wind angekündigt. Ehrlicherweise muss ich sagen, lieber habe ich so ein bisschen gräulich und ein bisschen bedeckt, als mit sehr, sehr viel Wind, weil das macht die ganze Sache ungemütlicher. Ich bin so müde. Ich habe auch nicht so gut geschlafen. Aber heute heißt es einfach durchziehen, als dass es jetzt halt mega windig ist, ne? Aber eigentlich wollte ich heute Vormittag noch in den Pool springen. Wir haben extra so einen schönen Pool. Nein, ich habe eben gerade was donnern hören. Alle Flüge haben sich von unseren Gästen verspätet, die gestern gekommen sind. Das war eine ganz schöne Odyssee für einige. Es tut mir richtig leid, aber dafür können wir nichts. Das Wetter haben wir so nicht bestellt. Das haben wir ganz anders bestellt. Die Sonne ist rausgekommen und dabei ist es nicht mal eine Stunde später, Leute. Nicht mal eine Stunde später. Damian hat eben gerade wunderbares Frühstück gemacht. Wir warten eben gerade auf seinen besten Freund. Darf ich es nochmal wiederholen? Er hat den Flug gestern verpasst. Ich habe noch nicht mal den Grund genannt. Sorry, Björn, falls du dieses Video mal siehst. Es ist eigene Dummheit gewesen. Björn wollte schon seit circa Abend. Björn wollte landen gestern Abend. Gestern Abend? Also eigentlich an sich vor 12 Stunden schon da sein. Mein bester Freund ist natürlich auch die brillante Idee gekommen, einfach am Gate zu sitzen, auch wenn das Gate gewechselt wird und alle Fliege Verspätung haben. Und das Lustige ist, jetzt kommt der Fun Fact, in dem Flugzeug sind auch noch Damians Bruder mitgeflogen. Das heißt, er hätte eigentlich checken müssen,
dass die nicht da sind. Das nicht stimmt. Wir haben dich so lieb, das nehmen wir mit Humäusen. Wir nehmen es eine Story, die ich mir, ich bin null. Wow, damit hat er sogar schon das Beef. Für die Mädels und die Jungs, die machen sich nämlich mit uns. Für die Jungs auch? Das ist nicht nur für die Mädels. Doch, wow, wie schön. Das habe ich gar nicht mitbekommen, was du alles gemacht hast. Aber die würde ich ein bisschen schneiden, die Spitzen zumindest wegschneiden. Sieh, Reklamation angenommen. Nee, danke, weil die Spitzen sind so mit... Heute wird alles gemacht. Was die Braut will. Ja, na dann. Kein Widerspruch. Füße putzen. Das war ein Scherz. So, ich habe eben gerade schon was vorbereitet. Jetzt seht ihr alles sozusagen in unglamourös, aber wie es eigentlich in Wahrheit ist. Dame und ich, wir mögen es sehr gerne viel zu machen, selbst viel zu machen. Und wir finden es ja trotzdem glamourous und später, wenn die Deko kommt und so weiter, ist alles gut. Wir schlafen hier alleine in der Unterkunft. Ich habe hier die Papeterie nochmal ausgelegt. Die Mädels machen dann zum Beispiel die Banderolen mit dem... mit den Taschentüchern. Hier seht ihr unsere Notizbücher. Das hatte ich zum Beispiel noch gar nicht erzählt. Wir haben keine Ringe, sondern wir haben Notizbücher, die wir uns übergeben. Da stehen unsere Ehegelübde handgeschrieben drin. Und wir dachten uns, das ist etwas Schönes auch für die Zukunft, wozu wir zum Beispiel an Geburtstagen oder sowas immer wieder schöne kleine Briefe uns gegenseitig schreiben können. Und da wir nicht so die Ringträger sind, zumindest zu oft wechseln. Und irgendwie war das einfach nicht unsere Priorität. Das war nicht etwas, wo wir gesagt haben, boah, darauf freuen wir uns. Und dann dachten wir uns, nur weil es so sich gehört, muss man es nicht machen. Das an dieser Stelle, ihr müsst euch da auch von keinem Druck machen, auch ganz viele haben gesagt, wie, keine Ringe. Dann sind die Schilder für die Tischkarten, Menükarten, habe ich alles hier hingelegt, damit die Mädels das sehen. Hier ist Damians Outfit, das ist direkt an diesem Riesenkamin, aber ihr kriegt die Hausführung ja eh in diesem Vlog noch zu sehen gegen Ende. Da sind seine Schuhe, seine Schleife, seine Hosenträger, wie ihr seht, wir haben uns letztendlich für Bordeaux entschieden. Ich denke, das passt auch ganz gut, das ist sowas Zeitloses. Dann habe ich, ich drehe euch einfach mal um, für die Mädels Bademäntel, Satin-Bademäntel bestellt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste stimmen. Meiner ist der 8, das ist der weiße. Der ist woanders. Das habe ich vorbereitet, denn das ist eine kleine Überraschung und ein Geschenk für die. Die wissen noch gar nicht Bescheid, die kommen gleich. Und ich denke, ich habe sie ganz schön platziert. Ich dachte, einwickeln als Geschenk ist blöd, weil dann müssen sie wieder gebügelt werden. So sind die einfach gebügelt und hängen schön da. Dann gehen wir hier einmal kurz die Treppe hoch und schauen uns dann mal ganz kurz das Zimmer an, in dem ich heute fertig gemacht werde. Beziehungsweise haben wir uns dazu entschlossen, dass die obere Etage einfach für mich ist. Damon macht sich ja unten fertig, deswegen hängen seine Sachen auch unten. Hier das Bett haben Damon und ich heute Morgen gemacht. Ich denke, es ist ganz okay geworden. Hier haben wir das Licht frontal, einfach wegen Make-up und Haaren, damit hier natürlich auch schönere Bilder gemacht werden können. Wir freuen uns extrem darauf. Bad bin ich noch ein bisschen am Ordnen. Das mache ich auch gleich noch in Ruhe. Das ist mein ganzes Schminkzeug. Mal schauen, ob ich heute auch noch ein paar Wimpern draufsetze. An sich bin ich wirklich extrem tief und entspannt und bin sehr gespannt, wie der heutige Tag ist. Der Wind ist eben gerade stärker geworden, hat man aber gemerkt, sobald die Wolkendecke weg war, Wind da. Zum Kiten wäre die Woche echt genial gewesen auf Mallorca. Aber das war nicht unsere Priorität diesmal. Diesmal, sonst schon. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Kommt ruhig rein! Unser schönes Zuhause. Und es sieht mein Tag irgendwie noch mal ganz anders aus. Wo ist mein Netz? Oh mein Gott! Wie geht's dir? Eva, bei dir läuft's, würde ich sagen, oder? Monsieur Oliver de Linde. Oliver de Linde. Ex-Rang gereist aus der Schottlande. Du bist ein richtiger Schottländer, Olli. Ein typischer Shire-Kinder. San Miguel, Oliver. Und deswegen geht die Party auch weiter am Pool. Und irgendwann heute Abend oder morgen endet sie auch wieder am Pool. Heißt das, dass deine Sport? Ja, okay. Du machst noch nicht, du wieder. Ich
An den schlechten Tagen, wie gesagt, das ist alles nur. Der Himmel, der regnet sich aus, der weint sich aus. Der Damen hat sich gestern ausgeheult. Ich will mal wissen, wie das Video ist. Damen ist im Video nur verheult, glaube ich. Na, guck mal. Ich kann die Kamera leider nicht in die Hand nehmen, weil ich komme öfters mal in Kontakt mit dem Pool. Ja, wir sind die ganze Zeit beschäftigt, machen schöne Sachen. Wir sind sehr viel offline. Genießen unglaublich. Ne? Wir sind sehr viel offline und ich denke, das Hauptvideo gibt euch wahrscheinlich genug Eindrücke und die anderen Eindrücke sind dann für Familie und Freunde. Muss man auch sagen, wir haben uns extra sehr, sehr gute Fotofilm, Videografen und Fotografen ausgesucht, weil wir einfach abschalten wollten. Haben wir gemacht, genießen wir. Alles leer kriegen. Guten Morgen. Heute ist ein wunderschöner neuer Tag. Heute ist Montag. Die Hochzeit war vorgestern. Gestern habt ihr gesehen, haben wir eine kleine Pool-Session gehabt. Der ganze Vlog ist extrem durcheinander, aber ich glaube, das beschreibt die Woche eigentlich nicht annäherungsweise gut, denn die Woche war extrem gut durchgeplant, sage ich jetzt mal. Klingt so mega spießig, als ob alles zack, zack, zack nach Plan gegangen wäre, aber genau im Gegenteil. Es war genau das, was wir wollten. Es war eben super locker, easy peasy, ohne mega... Das ist so aussah eigentlich, als hätten wir keinen Plan gehabt und als hätte sich alles gefügt, aber genauso wollten wir es haben. Und für uns hat es sich auch so angefühlt, aber ihr hört, meine Stimme, die wird auch von Stunde zu Stunde schlimmer. Drei Tage Party, das ist nicht unser Rhythmus. Das ist nicht unser Rhythmus. Aber das Schöne war, dass es gemäßigt war. Pool und entspannen, total, alle toll. Zusammen, die total. Familie da, Freunde besonders wunderschön. Ey, die haben alles getan. Was die gerockt, also die haben die Party gerockt, muss man sagen. Unglaublich, gute Freunde zu haben ist, ja, ich glaube, braucht sprachlos. Man gar nicht dazu sagen. Da fällen keine Worte zu ein. Oh, die haben alles, ich meine, ihr müsst echt bedenken, wir hatten niemanden, der diese Hochzeit hier durchorganisiert hat, der durch den Gang gegangen ist und gesagt hat, so, jetzt muss das, das und das gemacht werden. Wir haben das alles vorher uns durchdacht und haben alle diese Aufgaben dann weitergegeben. Es hat vorher auch immer jeder gefragt, können wir was tun, können wir euch helfen, können wir euch helfen? Und wie immer so, momentan könnt ihr uns nicht helfen, weil es einfach Entscheidungen zu treffen sind. Und als es dann aber drauf ankam und wir gesagt haben, so, jetzt haben wir Sachen, weil jetzt können wir Dinge abgeben, nachdem wir entschieden haben, wie es aussieht. Ja. Dann haben die alles gemacht und unterstützt und selbst als dann noch was kam und das Catering plötzlich etwas mehr dabei hatte und dann abgeklärt werden musste, ist das jetzt mit drin oder wird es danach zum Beispiel in Rechnung gestellt, diese banalen Dinge, dann war auch jemand da und ist direkt hingegangen und hat alles abgeklärt. Und das sind diese Kleinigkeiten, wow, und der ganze Tag, wow, also... Da erzählen wir euch aber, werde ich euch in Ruhe noch mal die nächsten Tage etwas mehr erzählen. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen beeilen, denn wir gehen jetzt auf zum Strand. Wir sitzen jetzt im Auto und sind auf dem Weg zum After-Wedding-Shooting. Hey, voll geil. Mit einer Stimme hört sich das noch besser an. Das Krasse ist, ich habe sonst eigentlich nie Probleme mit, aber ich glaube, ich habe einfach zu viel geredet. Und ihr wisst, ich rede eigentlich ja sonst viel bei den Videos, aber diesmal ist meine Stimme erledigt. Was denn? Ich habe richtig Bauchmuskelkater vom Lachen. Vom Lachen? Ja. Echt? Ich habe heute am Strand wieder aufgefallen, wie wir wieder gelacht haben, aber mein Bauch so, oh. Das ist voll das gute Zeichen. Das war gut. Oh, wir haben auch viel zusammen gelacht. Wir haben so viel gelacht, so viel geweint, so viel gelacht. Oh, ja. Geweint im positiven Sinne. Und ich glaube tatsächlich, dass wir 95% der Gesellschaft zum Weinen gebracht haben. Im positiven Sinne mit unserer wirklich so schönen Trauung. Ich kann das einfach nicht, ich weiß nicht, wie oft ich das noch wiederhole. Aber ich glaube, ich muss es noch ein paar Tage sacken lassen und dann kann ich euch das so ein bisschen einfacher erzählen. Sonst wiederhole ich mich und bin so total durcheinander und nervös. Jetzt habe ich meine Haare wieder gelockt, bin wieder so geschminkt, so ähnlich wie ich an der Hochzeit geschminkt war. Oben das Augen-Make-up hatte ja Carmen damals gemacht, vor zwei Tagen. So wie damals bei dem Probebraut-Make-up. Und jetzt habe ich selbst nochmal irgendwie versucht, irgendwas zu machen, habe meine Haare gelockt, aber hier ist so viel Luftfeuchtigkeit und es nieselt auch immer mal wieder. Eigentlich wollten wir uns euch auch mitnehmen zu diesem After-Wedding-Shooting, nur wir müssen jetzt halt mal schauen, ob wir die Kamera mitnehmen können, nicht, dass es voll anfängt zu regnen und dann Brautoutfit zurück zu dem, weil das hatte ich euch ja noch gar nicht gesagt. Ich sage immer nur Brautoutfit dazu, denn ganz viele von euch haben gesagt, du hast in der Story gesagt, das ist ein Kleid. Ich habe das halt gesagt, weil jeder gesagt hat, was ist mit deinem Brautkleid? Und dann sagt man halt irgendwann mal Kleid. Aber es hat nichts mit einem Kleid zu tun. Es ist ein Zweiteiler und viele sagen jetzt, ja, dann ist es ja ein Rock und ein Oberteil. Es ist kein Rock und ein Oberteil, also kein Rock, es ist ein Oberteil. Und zwar dieses feine Spitzenoberteil, das zeige ich euch aber am besten auch nochmal, wenn wir stehen. Und es ist noch etwas Besonderes, aber das, ja, das zeigen wir am besten draus. Ja, Maulus blöd. Maulus blöd. Spannung kann noch ein bisschen aufrecht bleiben. Wir sind angekommen, After Wedding Shooting geht gleich los.
Man tänzelt auch nicht jeden Tag mit Brautoutfits durch die Gegend, ne? Damit zieht sich an. Er hat auch ein wunderschönes Outfit. Wir haben uns ja für diese dunkelbraune Hose entschieden. Kombiniert mit einem Ivory-Hemd, damit ich nebendran nicht dreckig aussehe. War eine sehr gute Kombination. Hat gut harmoniert. Super. Ist immer noch weiß ausnehmen? Mhm. Hier unten schon, ne? Schreinweiß getragen. Weil es dann wäre es ganz schlimm gewesen. Das ist echt sau wichtig, denn dran, wenn ihr selbst heiratet. Tour. Ich muss es jetzt leider alleine machen, weil Damian eben gerade noch beschäftigt ist. Wir ein bisschen in Zeitdruck sind und ich wollte euch das aber noch unbedingt zeigen, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Und ich setze euch den Link zu der Finca, zu unserer Hochzeitslocation, bei der wir auch eine komplette Woche übernachtet haben. Und in die Infobox, weil so viele gefragt haben. Ich kann sie euch vom Herzen nur empfehlen. Es ist so viel schöner gewesen als gedacht. Und wenn ihr vor allen Dingen auf diesen rustikalen Stil steht, dann ist es das Richtige für euch. Wenn ihr auf sehr cleane Sachen steht und sowas, dann solltet ihr das eher nicht in Betracht ziehen. Das hier ist unser wunderschöner Eingangsbereich, in dem unsere Gäste reingekommen sind. Herzlich willkommen in meiner Villa. Sehr gut, dann führ mal ein bisschen durch. Das hier ist so unser ein Eingang von drei, wie wir in unser Haus kommen. Genau, das war aber der Eingangsbereich, wo die Gäste reingekommen sind. Die Gäste, genau. Genau. Schön Deko, da hängen noch unsere Brautklamotten. Genau. Und Bräutigamklamotten. Die haben wir eben gerade zum Trocknen rausgehängt, weil wir auch alle Nähten durchtrennt haben unten. Wir haben den ganzen Sand rausgeschüttelt. Vielleicht habt ihr schon, nee, das habt ihr im Vlog gerade tatsächlich noch gar nicht mitbekommen in der Story. Wir waren komplett baden im Salzwasser. Die Bilder seht ihr später. Dann haben wir hier noch so wunderschöne Tonkrüge. Riesig, ne? Hier, in denen könnte man auch wohnen. Das ist monströs, ne? Das ist einfach riesengroß. Unglaublich. Das war unser Eingangsbereich. Die Gäste sind dann hier reingekommen, oder? Du hast die irgendwo durcheinander begrüßt, weil du warst noch beschäftigt? Überall. Auch in diesem schönen Vorgarten. Oh, das ist wunderschön. Die Gäste sind sehr langsam gelaufen, weil es gab immer so viel zu gucken. Ja. Ja, haben dich angeguckt? Alles geguckt. Ja. Gut, dachte, aha, hier kann man feiern. Schön. Da ist, haben wir auch einen wunderschönen Brunnen. Genau. Stimmt, genau. Die Küche war sozusagen hinter dem Haus. Und hier komplett entlang, diese ganze Streifen hier, war das Buffet. Das war eigentlich perfekt, weil dann konnten wir hier eigentlich perfekt uns zu essen nehmen. Hier war dann der Eingangsbereich. Also hier rein, das ist unser Plan B, musste ja zum Glück nicht benutzt werden. Das ist unser bester Haushund. Den habt ihr ja schon öfters gesehen. Total müde. Okay, hier war dann ein bisschen blau rumlaufen, die Tische standen, hier sieht man noch bei den Trampelfarben. Genau. Ein bisschen ausgetrampelt, aber ist so wie es ist. Hier war eine Tischreihe, da hinten war noch eine Tischreihe, die hatten über drüber Lichterketten. Und diese Lichterketten, da war Damians Platz. Ich war auf der Seite, du warst auf der anderen Seite. Genau, da hinten war noch ein Tisch mit dieser wunderschönen Deko oben drüber. Ein Traum, Leute, ein Traum. Es war unglaublich schön dekoriert. Also wir waren selbst auch so überrascht. Und durch diese schönen Lichterketten war halt auch diese wunderschöne Finca-Fassade so schön dekoriert. Das ist wirklich schön. Genau, hier hinten. Irgendwann wurde es aus dem Gemütlichen ein bisschen. Beziehungsweise die Zeremonie war doch ganz am Anfang. Oh, Zeremonie ganz am Anfang. Ups, das Wichtigste vergessen. Ganz am Anfang, Sophia kam von hier hinten. Nee, ich bin hier entlang gelaufen. Hier entlang gelaufen. Hier vorne. Hier raus. Genau, und dann hier. Hier vor, da hat Damian schon geheult. So süß. Damian stand da hinten. Da stand Damian. Da war der Traubogen ungefähr. Da waren unsere Trauredner.
Und hier überall waren Stuhlreihen, da waren Stuhlreihen. Es war alles wunderschön voll. Und ihr könnt euch vorstellen, wie schön mit den Palmen hier umrandet. Wie schön es mit dem Traubogen aussah. Wir hatten noch Pampasgras entlang und sowas. Ein Traum. Ja, wenn das nicht unsere Vorstellung entspricht. Das war ein Traum. Und wir hatten diese wunderschöne Aussicht, was ich auch sehr, sehr schön fand beim Sitzen. Und hier waren dann alle wunderschönen Gäste, total hell gekleidet und sowas. Und von hier konnte man halt auch wunderschön auf diese tolle Finca sehen, oder? Das hat man auch so im Hintergrund dann noch so ein bisschen wahrgenommen. Wunderschön, und müsst ihr vorstellen, der Essensbereich da vorne, ein Traum. Also wir sind völlig hin und weg, wie ihr merkt. Es ist nicht so, dass wir jetzt so krass, aber es hat halt einfach unsere Vorstellung übertroffen und deswegen sind wir so, wow. Hier so ein bisschen Snacks essen, Fotos machen. Hauptessen haben wir schon gehabt, und dann ging es hier so Party machen. Hier ging es rund, hier oben die Decke war komplett beleuchtet. Da waren überall so Lichterketten. Und hier haben wir... Genau, da hatten wir ein bisschen unsere Soundanlage. Da war unsere Bar hier. Also super praktisch. Sieht so aus, man sagt, Ja. Wir feiern, aber beim Party machen war das so schön hier. Ja, die Dekoration macht viel. Wir hatten viel vorher weggeräumt. Ist da eine Schnecke? Oh. Da ist noch unser Tisch, unsere Tischdeko, die jetzt so kitschig aussieht und wie Omas alte Plastikblumen. Aber an dem Tag mit diesem ganzen Gesamtding hat es so gut gepasst. Ja, wunderschön. Was ich halt so cool fand bei der Deko, was ich euch auch empfehlen würde, ich würde euch nicht empfehlen, an eurer Hochzeit einzelne Blumen auszusuchen. Außer ihr habt eine Blumenart, wo ihr sagt, das findet ihr ganz grausam, das wollt ihr auf keinen Fall haben. Dann sagt ihr aber am besten der Dekorateurin oder der Floristin, genau diese Blumen will ich nicht haben, alles andere ist okay, und schickt ihr einfach ein paar Pinterest-Fotos. Engagiert Leute, die ihr gut findet. Und ich muss ehrlich sagen, das hätte ich so niemals ausgesucht. Ich hätte so viele Dinge davon weggestrichen. Aber im Gesamtbild war es dann einfach wunderschön. Sie hat die Finca-Bilder vorher gesehen und es war einfach passend. So, wir gehen weiter zum Pool. Denn hier rüber, also sozusagen gegenüber von der Trau-Location, von der Zeremonie, von dem Partyort, hatten wir dann unseren wunderschönen rustikalen Pool mit wunderschönen Granatäpfelbäumen und diesen wunderschönen auch rustikalen Steinen und diesen wunderschönen Pool, diesen Pool, der gar nicht so tief ist, aber mit diesem wunderschönen Jacuzzi. Können wir den ganz kurz anmachen? Ja! Den müssen wir anmachen, oder? Das muss sein. Ich bin direkt wieder los, hier reinzuspringen. Ich weiß gar nicht, warum gehen wir nochmal weg heute? Klar, ich kann nochmal eine Poolparty machen, ne? Ein Traum! Das ist so cool! Also wirklich mega, mega cool! Aussicht nach da hinten finde ich auch cool mit dem ganzen Feld. Also das ist schon echt cool. Das ist wunderschön. Hier haben wir auch noch ein paar Bilder gemacht, ne? Ja. Das hier ist auch ganz toll. Also das, finde ich, gibt auch super viel Raum zur Dekoration. Und an dieser Stelle mal, um es nochmal deutlich zu sagen, ich habe keine Kooperation mit dieser Finca. Ich habe keine Kooperation mit Finca Yorka. Ich habe das alles, also wir haben das alles selbst bezahlt. Wir haben keine Sonderpreise für diese Location bekommen. Natürlich haben wir das angefragt oder sowas, aber wir sind so begeistert, dass wir das Ganze jetzt trotzdem für euch verlinken und sowas. Und wir haben jetzt insgesamt wirklich, es ist so günstig für dieses Riesenhaus, was wir euch jetzt hier noch innen zeigen. Bin ich hell genug? No. Nein? Okay, nehmen wir es noch heller an. So, besser? Ja. Für dieses Riesenhaus haben wir jetzt überschlagen 2.500 Euro gezahlt, und zwar die ganze Woche. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung habt mit Location-Gebühren, was das in Deutschland kostet für den einen Abend Hochzeitsfeiern. Wir haben die ganze Woche hier zu zweit übernachtet und haben zusätzlich die Feier gemacht. Hier ist es so, ihr müsst Locations, entweder die schon ausgeschrieben als Hochzeitslocation oder Finkas, anschreiben, eine Liste schicken und dann anfragen, ob die für wie viele Gäste das erlaubt ist. Und dann zahlt ihr eine extra Gebühr für diesen Tag. Viele Finkas haben bei uns gesagt, das war zwischen 1.000 bis 4.000 Euro, ne, Damian? Ja. Für die Finkas unglaublich viel Geld. Hier haben wir super günstige Location-Gebühr von 260 Euro gezahlt. Und mit der etwas teureren Übernachtung, weil es halt so ein monströses Haus von innen ist für zwei Leute, war es dann trotzdem viel, viel günstiger. Viel günstiger als alle anderen Angebote mit 2.500 Euro. Und ich glaube, wer sich ein bisschen auskennt mit Location-Gebühren, weiß, dass das hier ein absoluter Schnapper ist, oder? Unglaublich. Das hat uns auch keiner geglaubt, als wir es gesagt haben, dass es nicht so teuer war. Obwohl natürlich am Anfang erstmal 2.500 Euro ziemlich viel klingt. Hier ist alles relativ dunkel, ne? Es geht. Es geht, genau. Dann das hier ist auf jeden Fall unser riesen Essensbereich und Küchenbereich. Alles extrem unordentlich, weil heute unser Abreisetag ist. War am Anfang etwas ordentlicher, hat eigentlich auch super viel Charme. Bedenkt euch den ganzen Müll weg. Wir haben hier super coole Bäder gehabt. Das war unser Bad für unsere
Gäste. Hier ist alles so ein bisschen rustikaler und ich finde das, also diese massiven, kompletten, das ist doch der Wahnsinn. Das ist so verrückt. Und diese Dusche. Guckt euch diese Dusche an. Diese Dusche. Crazy, oder? Total verrückt. Aber wisst ihr was, wir gehen jetzt direkt weiter, denn so langsam müssen wir auch leider los. Gehen jetzt hier runter. Hier ist unser wunderschöner Keller. Ich hoffe, es wird hell genug. Ich mache mal Licht daran. So. Wow. Ist das nicht krass? Wir dachten, sowas machen wir, wenn es regnet. Plan B, perfekt. Easy peasy. Das Haus sieht so alt aus, Leute. Schätzt bitte 2 Sekunden, wie alt das Haus ist. Okay? Habt ihr eine Idee? Das Haus wurde 2004 gebaut. Der Besitzer hat das unglaublich authentisch gemacht. Hier wirkt alles echt. Es ist auch echt. Die ganzen Details, also das Licht, wir hatten immer ein bisschen Probleme. Diese Waschbecken, diese Fliesen, das ist alles echt, hat er uns gesagt. Das sind wirklich Antiquitäten. Die Sofas, die Tische. Und er mag halt einfach diesen alten Stil und wir dachten uns so, boah, krass. Also wenn ihr sowas mögt, dann ist das Richtige. Wenn ihr sowas hasst, dann ist es nicht das Richtige. Dann solltet ihr gerade nicht hierher kommen. Das ist noch ein weiteres, so Chillzimmer. Da ist so ein bisschen, das kann man sogar noch mehr auspolstern und sowas. Da ist theoretisch noch eine kleine Toilette, das ist gar nicht so wichtig. Aber ich muss ehrlich sagen, was sagt Damian dazu? Muy bien. Muy bien. Oh, jetzt kommen wir nämlich zu etwas. Und zwar, oh, die Kamera. Und zwar haben wir eine wunderschöne Galerie, denn wenn wir hier von diesem Küchenbereich und raus aus diesem Kellerbereich kommen wir, also es gibt Wände, das hätte ich ja so gerne bei uns, diese große Wand, wo ich ja gefragt habe, was wir Schönes tun könnten. Das wäre für mich ein Traum, wenn eine Wand so wäre. Das wäre so cool, oder? Sehr cool. Das ist übelst cool. Hier auf der anderen Seite haben wir den wunderschönen Wohnzimmerbereich. Da ist ein bisschen Schreibtisch, da haben wir auch am Anfang noch ein bisschen was getan. Das müssen wir alles aufklopfen und ein bisschen ordentlich hinlegen. Diesen wunderschönen Kamin. Er ist riesig und so massiv. Crazy. Total crazy. Und da, ich meine, wir haben überall auch Gemälde und sowas. Dann haben wir diese typischen alten Vitrinen. Das sieht jetzt aus, echt, als wäre das so 50 Jahre schon. Und diese super krasse Treppe, obwohl man sich auch sehr gut hätte vorstellen können, dass dann als Braut runterläuft. Also die Finca ist echt perfekt, auch wenn es regnet. Das klingt jetzt fast schon wie so ein Werbefilm, aber. Aber es ist kein Werbefilm, also es ist wirklich, ich finde es einfach schön, ne? Wir merken, ich bin einfach begeistert, ich finde es einfach toll. Diese ganze Bibliothek hier, die wir hier haben, ey, das ist diese Holzbalken an der Decke, du hast die Decke noch gar nicht gezeigt, ne? Es ist völlig verrückt, dieser Kronleuchter, das sind einfach so viele Details in dem Haus, selbst nach einer Woche hat man gefühlt noch nicht alles gesehen. Diese riesige Couch, Tagesbett nennt man es, glaube ich, ne? Diese ganzen alten Bücher, die halt wirklich auch alle sau alt sind. Die hast du nicht fertig gemacht, ne? Ja, schön. Ja, Damian, gleich. Ein paar schöne Fotos noch. Bin ich mir sicher, dass ihr da ganz, ganz tolle Fotos gemacht habt. Oh, das müssen wir noch alles wegräumen. Das ist ein Glas. Das ist ein Glas, ne? Das machen wir noch mal später. So viel Zeit haben wir heute gar nicht am Strand. Wunderschön. Wunderschön. Also wirklich ein absoluter Traum. Da kann man rausgucken. Warum haben wir ein Gitter, wenn überall so ein kleines Loch ist? Damit die Fliegen wieder raus können, die hier reingeflogen sind. Ach so. Die müssen ja wieder raus. Schau mal vor, es kommt doch eine rein. Dreh mal um. Wenn man nach unten guckt, ist auch cool, ne? Das ist schon cool. Das war sau hoch und ich habe da sehr Respekt vor. Total verrückt. Jetzt sieht alles halt sau unordentlich aus. Aber jetzt hier frisch reingekommen ist und alles ordentlich war, war schon cool. Jetzt ist immer cool. Hier oben sind dann 2 Schlafzimmer. Also in dieser Finca können maximal 4 Leute bleiben. Vielleicht können auch Kinder irgendwie auf Couch oder so verteilt bleiben. Das müsst ihr aber danach fragen. Die Schlafzimmer sind eine komplette Unordnung. Das war das Gästezimmer. Ich finde diese Türen halt auch so geil, ne? So 2 Flügeltüren. Das ist super cool auch. Es war halt, also die haben sogar ihr Bett gemacht, Lena und Olli. Wow. Lobar, Lena und Olli. Hey. Und riesen Kleiderschränke, genug Platz dafür. Wir haben hier dann ein anderes Bad. Das ist etwas dunkel, weil hier wirklich nur ein Minizimmer ist. Wenn die Fenster ist, aber diese Dusche, das ist halt, ich finde das cool. Ich weiß, dass ganz, ganz viele sowas nicht cool finden und auch nicht schön finden, aber ich finde das echt, es hat einfach Charakter gehabt. Alles ist so ein bisschen anders gemacht. Wir haben auch ein wunderschönes Schlafzimmer, was halt perfekt war. Hier bin ich. Hallo, kommst du wieder? Ja.
gehen wieder raus, gegenüber war ja das Gästezimmer. Hier auf der Seite ist sozusagen das Master Bedroom, wie man das ja immer so schön nennt. Sehr unordentlich, war aber sehr schön. Ich habe sicherlich schon ein paar Bilder, ich hoffe, die schon fertig sind von hier. Dann kann ich euch sie nämlich auch einblenden. Diese ganzen Details, also ich finde es super. Oh, den wollte ich heute anziehen, perfekt. Das Coole war halt, warum... Damian, erstmal ciao. Hubi? Siehst du mich? Das Coole war halt, warum wir hier mich fertig gemacht haben und geschminkt haben, war ganz einfach, weil man hier halt mega Licht hatte gegenüber zum Schminken. Es war perfekt. Wir haben hier so einen kleinen Mini-Mini-Balkon. Da kann man sich jetzt hinsetzen. Ich würde sagen, es ist eher schon so französischer Balkon-mäßig, ne? Aber die Aussicht von hier war halt auch mega cool, wenn man sich diese ganzen Palmen, wenn man sich das mal von hier anguckt. Ihr müsst euch vorstellen, da vorne war ja der Traubogen. Da und da waren ja die ganzen Gäste hier vorne. Und von hier oben, als ich durchs Fenster geguckt habe, konnte ich schon sehen, wie sich alle hinsetzen und sowas, wie das aussieht mit der Deko. Also da ist die Nervosität schon ein bisschen gestiegen. Und dazu sind wir aufgewacht. Also das ist hier die Überdachung. Auch das. Bist du nervös, als du von hier oben runter geguckt hast? Ein bisschen schon. Also ich muss ehrlich sagen, ich war super entspannt. Ich glaube, jeder meiner Freundinnen kann unterschreiben, dass ich so tief und entspannt war und die ganze Zeit gesagt habe, komm, was wolle, alles ist geil, die Location ist geil, die Deko ist geil, das Catering ist super nett. Alles lief so ungefähr nach Plan und ich war einfach happy, eher als nervös. Schön. Ja, du auch. Schön. Jetzt noch das Bad. Einmal das Bad. Das Bad ist auch ganz cool, das hat sich coole Details. Hier hängt noch mein Brautoberteil, drüben hängt ja meine Hose. Das haben wir noch gar nicht angezogen gezeigt. Genau, das war ein schönes Hose und Oberteil, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesagt. Ups, Überraschung versagt. Hose und Oberteil war es, aber das habt ihr schon auf Instagram gesehen. Diese kleinen Fliesen, das hier, diese Armaturen und so. Und boah, es hat alles gepasst. Wir schwitzen schon, es ist super warm. Wir gehen jetzt zum Strand und machen uns einen wunderschönen Tag am Strand und fliegen dann nach Hause nach Deutschland. Und wir nehmen alle unsere Opas mit. Omas, Opas, alle kommen mit. Die nehmen wir alle mit und meine Oma und Opa aus Uruguay sind ja dann auch jetzt nochmal eine Woche da. Und ich würde sagen, der Vlog ist zwar sehr durcheinander, aber es war der Hochzeitsvlog und ihr seht ja noch ein super schönes Hochzeitsvideo. Und der Trailer kommt auch schon Ende dieser Woche raus und ihr werdet schon echt ganz coole Dinge sehen. Und ich denke, wir verabschieden uns an dieser Stelle einfach mal und ich hoffe, die Eindrücke waren schön, oder? Sicherlich. Ne? Ist unser Geschmack, es war unser Geschmack, hat unser Geschmack erfüllt. Jeder hat einen anderen Geschmack. Total. Aber es hat gestimmt bei uns. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt mal so ganz klischeehaft jetzt, sagen wir mal so eine osteuropäische Hochzeit, die so richtig kitschig ist, wo alles vielleicht auch so mega Prinzessinnenkleid oder sowas oder so mega krasse, cleane Kristall-Deko und so, ne? Wenn es dazu passt und das Brautpaar glücklich ist, dann finde ich das auch voll cool, weil das Gesamtbild einfach total stimmt und passt. Ne, jede Kultur hat da so ein bisschen was anderes, jeder hat einen anderen Geschmack. Und ich finde, solange das Brautpaar happy ist, ist es immer die beste Hochzeit fürs Brautpaar gewesen. Und damit bin ich zum Will, dass wir losgehen. Wir gehen los und verabschieden uns vom Vlog. Hier verlinken wir euch den letzten Vlog, falls ihr noch mehr Fragen habt. Ich werde euch danach nochmal meine Erfahrung zu mir organisieren, das hatte ich euch ja versprochen. Ne? Deswegen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, du Links zu der, da musst du mich geklickt werden. Ciao! Ciao!